zum Beispiel Nummer 7b. Ganze Noten linke Hand. Natürlich wollen wir auch die linke Hand trainieren. Hier bei Beispiel 7b finden wir im System der linken Hand die ersten Noten. Jetzt spielen wir spiegelverkehrt mit Daumen und zweiten Finger der linken Hand die Töne C und H. C liegt wieder auf der Hilfslinie und H liegt über den fünf Linien des Begleitsystems. Hören und sehen Sie das Spiel mit roten Balken und Händen an. Auch hier haben wir wieder zwei Teile und müssen jeden Teil zweimal spielen. Also die linke Hand in Position, ich zähle einen Takt vor. 1, 2, 3, 4 und C, 2, 3, 4 und H, 2, 3, 4, H, 2, 3, 4, C, 3, 3, nächste Reihe, 2, 3, 4, Pause, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und C und jetzt nochmal wiederholen, 3, 4, H, 2, 3, 4 und H, 2, 3, 4 und C, 3, 3, 4, zweite Reihe, 3, 4 und Pause, 2, 3, 4 und H, 2, 3, 4, 1, 2 und jetzt kommt der zweite Teil, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, H, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 und zweiter Teil wiederholen und C, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Natürlich können wir auch diese Stimme der linken Hand mit dem Barockorchester zusammenspielen. Hören Sie einmal das Stück mit Klavierspiel und Playback an, Sie können gut mitspielen, und dann das Playback alleine, wo Sie der Solist sein sollen. Thank you.
Zum Beispiel Nummer 7c. Ganze Noten mit beiden Händen. Nun kommt die Kür dieser Lektion. Wir wollen schon mit beiden Händen zusammenspielen. Zunächst müssen wir feststellen, dass in der rechten Hand der Ton E neu dazu kommt. Der wird mit dem dritten Finger gefordert und wir finden ihn auf der ersten Linie des Melodiesystems. In dem Takt, wo Pause steht, wird nichts gemacht und da machen wir Pause. In der ersten Reihe spielen wir im ersten Takt beide Hände, in der rechten Hand das E und in der linken Hand das C. Im zweiten Takt hat die rechte Hand Pause und die linke Hand spielt C. Im dritten Takt wieder E in der rechten Hand und C in der linken Hand und so weiter. Ich spiele Ihnen die erste Reihe vor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Die zweite Reihe wünscht erst ein D mit dem zweiten Finger der rechten Hand und mit der linken Hand die zweite Stimme, ein H, auch mit dem zweiten Finger. Der Ton D der rechten Hand liegt unter den fünf Linien des Melodiesystems und der Ton H auf der fünften Linie des Begleitsystems. Im zweiten Takt macht die rechte Hand Pause und in der linken Hand gibt es wieder ein H. Hören Sie Reihe 1 und 2 an. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Pause 2, 3, 4. Reihe 3 und 4 sind identisch mit den ersten beiden Reihen und so können wir das Stück komplett spielen. Versuchen Sie mitzuspielen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Pause 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Pause 2, 3, 4. Auch für dieses Stück gibt es ein Playback. Eine griechische Folkgruppe spielt vier Takte vor, dann beginnt der Klavierspieler. Hören Sie einmal das Playback mit Klavierspieler, auch hier sollten Sie mitspielen, und dann das Playback alleine, wo Sie natürlich die fehlende Klavierstimme hinzufügen. Thank you.
Aufgaben der ersten Lektion. Beispiel 7a mit lautem Zählen. Beispiel 7a ohne Zählen mit Playback. Beispiel 7b auch einmal mit Zählen und einmal mit Playback. Beispiel 7c ebenfalls einmal mit Zählen und einmal mit Playback. Die Lösung dieser Aufgaben nehmen Sie auf einen MP3-Player, Diktierfunktion oder Voice Recording auf und schicken Sie im Anhang einer E-Mail an info@ogma.de zur Korrektur. Hier wird Ihre Arbeit begutachtet, korrigiert und mit Tipps versehen. Dies wird kostenlos angeboten. Jede Korrektur bringt Ihnen Punkte, die zur Übernahme und Fortsetzung des ORCMA-Unterrichts angerechnet werden. Viel Spaß!